Ein Feuer hat Teile des katholischen St. Chabel-Klosters in Bethlehem zerstört. Das berichtet der Online-Dienst Israel National News. Demnach sei der Brand in der Nacht zum 27. September ausgebrochen und habe mehrere Räume zerstört. Während offizielle palästinensische Stellen von einem elektrischen Defekt als Ursache ausgehen, vermutet der Priester Gabriel Nadav, dass palästinensische Extremisten hinter dem Brand stecken. Ich verurteile die Nachlässigkeit der palästinensischen Autonomiebehörde, wenn es darum geht, heilige christliche Stätten unter ihrer Kontrolle zu schützen, teilte er über das soziale Netzwerk Facebook mit. Dieser Anschlag, wie er es nennt, sei nur einer von vielen, so Nadav. Anstatt sie zu verurteilen, kehre die palästinensische Autonomiebehörde derartige Vorfälle unter den Teppich. Für mehr Wahrhaftigkeit auch in Firmen hat sich vor dem Hintergrund des VW-Skandals der Wirtschaftsjournalist Hans-Joachim Viehweger ausgesprochen. Wie er in einem Beitrag für die evangelische Nachrichtenagentur IDEA schreibt, mögen sich Menschen noch so sehr bemühen, nach außen hin sauber dazustehen, gelingen werde das nicht. Früher oder später kommt die Wahrheit ans Licht, zugegeben, manchmal erst in der Ewigkeit. Bereits Jesus Christus habe gesagt, es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird. Für Menschen, die in der Wirtschaft Verantwortung tragen, könne das nur heißen, sich gar nicht erst auf dunkle Machenschaften einzulassen. Im Fall von VW sei der Schaden offensichtlich. Die Milliardenstrafen, die auf den Konzern zukämen, aber auch der Verlust an Ansehen und Vertrauen, der künftige Geschäfte belasten dürfte. Helfen könne in dieser Situation nur schonungslose Offenheit und Ehrlichkeit. Die Teilnehmer des diesjährigen Allianztages haben sich am 26. September im thüringischen Bad Blankenburg für ein stärkeres kirchliches Miteinander ausgesprochen. Thies Gundlach, der Vizepräsident des Kirchenamtes der Evangelischen Kirche in Deutschland, sagte, dass die christliche Bewegung nicht vielfältig genug sein kann. Er mahnt, dass nicht vorschnell über Menschen anderer Konfessionen innerhalb der christlichen Glaubensgemeinschaft geurteilt werden soll. Sehen Sie einen Kommentar von Thies Gundlach zu den evangelikalen Bewegungen innerhalb der Christengemeinden. Für mich ist das eine wichtige Gruppe, die eine bestimmte missionarische, evangelische Stimme ist, die Menschen anspricht, die zu Christus ruft. Aber ich hoffe, dass sie auch diejenigen sind, die wissen, dass sie nicht die einzige Stimme sind und in einer großen ökumenischen Gemeinschaft in unserer Kirche zusammenwirken, jeder an seiner Stelle, jeder gemeinsam für Christus.